wunderschönen guten Morgen. Es ist Sonntag und damit Zeit für das Brett zum Sonntag. Da ist es. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid gesund. Ihr hattet eine gute Woche. Wir nähern uns mit hoher Geschwindigkeit dem Weihnachtsurlaub und den Weihnachtsfeiertagen. Heute ist der erste Advent. Habt einen schönen ersten Advent. Ich hoffe, ihr könnt den Tag ein bisschen genießen. Ja, ich habe es ja schon im Firelight gesagt, Cat hat schon wie wild dekoriert, dass ich mir hier vorkomme wie am Nordpol und nicht nur den Bauch des Weihnachtsmanns habe, sondern auch inzwischen die Weihnachtsdeko des Weihnachtsmanns. Also falls ihr mal herausfinden wollt, wo wir wohnen, dann geht auf Google Maps Weltraum und guckt in München, welches Haus am hellsten leuchtet. Nein, nicht ganz so schlimm. Alles gut, aber da geht schon noch was. Macht aber auch Spaß, oder? Mal ehrlich. Schmückt ihr eigentlich? Macht ihr irgendwie so ganz viel Tam-Tam? Bin ja eigentlich eher so der Grinch, aber ja, mit Kind lässt man sich schon so ein bisschen erweichen. Und ich habe tatsächlich gestern beim Einkaufen auch so eine elektronische Weihnachtskugel, die so ein bisschen Retro-Laternen-Style mit so einem Weihnachtsmarkt und weil unsere Motte total so auf Schneekugeln steht. Und sie hat sich gefreut wie Bolle über Frau Holle. Oder so. Naja, gut, das dazu. Also habt einen schönen ersten Advent. Ich hoffe, ihr kommt dazu, heute ein bisschen was zu zocken. So wie jeden Sonntag. Wir haben heute wieder ein Thema. Wir hatten letzte Woche ein Thema. Aber bevor wir zu dem Thema und zu der letzten Woche des Themas kommen, eine ganz kurze Sache noch für hoffentlich nächste Woche. Ich habe es ja schon angekündigt. Ich hoffe, es klappt, dass nächste Woche, das sieht aber jetzt sehr gut aus, mein 5000 Abonnenten Special Video Gewinnspiel online geht. Da könnt ihr cooles Zeug gewinnen. Ich möchte das Zeug eigentlich auch noch vor Weihnachten verschicken, damit ihr es alle auch dann unter Weihnachtsbaum habt. Nein, ich packe die Geschenke nicht ein. Das wollt ihr nicht. Das sieht bei mir mal schrecklich aus. Ich warte jetzt nur noch auf ein Paket von einem großen Verlag, wo eigentlich eins der geilsten Sachen drin ist. Ich habe es da schon ein bisschen angeteasert. Das war ein Kickstarter, ist auf Deutsch erschienen. Es ist dauernd out of print. Und ich sage nur, im Weltraum hört dich keiner schreien. Das gibt es nämlich auch dann zu gewinnen. Und das wird nächste Woche online gehen. Wie gesagt, wenn das Paket kommt, ich gehe aber davon aus, es soll angeblich morgen verschickt werden. Und dann mache ich auch das Video. Damit ihr das nicht verpasst, wenn ihr es noch nicht getan habt, gebt dem Kanal noch ein kleines Abo, weil dafür kriegt ihr keine Waschmaschine. Aber ihr tut beim Kanal was Gutes, dass ich halt, naja, ist schon Algorithmus, bla bla, schalala. Nein, ich würde mich freuen, lasst gerne ein Abo da. Dann verpasst ihr auch nicht das mega tolle, coole Gewinnspiel und unseren Charity-Stream nächste Woche am 19.12. Wir springen mal schnell in die Zukunft. Hallo, jemand zu Hause, McFly. Am 19.12. unseren Charity-Stream mit Thomas, wo wir auch jede Menge Zeugs hier aus dem Keller versteigern werden. Ich habe inzwischen echt viele, viele geile Anfragen von euch bekommen, dass die auch ein bisschen Zeug schicken. Mega gut, freue ich mich tierisch drüber, ist für einen guten Zweck und auch da werden wir eine Menge Spaß haben. Nächste Woche am 6.12. gibt es tatsächlich auch noch so ein Livestream-Event, ja noch so ein Ding, Mensch, von der Spieleroffensive, die ein Nikolaus-Event am 6.12. machte. Da werde ich mit Sicherheit auch mal zu Gast sein und werde da mal reinschauen und auch mal im Stream vielleicht auftauchen, muss ich mal gucken. Die machen aber auf jeden Fall so eine coole Geschenkeaktion, dass sie andauernd Zeugs verschenken. Das kennt man von der Spieloffensive gar nicht, oder? Hey, Grüße gehen raus. Nein, aber es wird, glaube ich, auch ganz cool werden. Da wird den ganzen Tag gestreamt, weil ich glaube auch wieder von 10 bis 22 Uhr. Und ich muss ja sagen, dass die Spieleroffensive Expo im August, was August? Ich glaube Ende August, Anfang September, mich auch echt überrascht hat. Die hat auch echt Spaß gemacht. Also von daher werde ich auch da mal zugegen sein. So, genug geschnackt. Wir haben ja auch letzte Woche ein Thema gehabt. Und da gehen wir wie immer drauf ein. Ihr kennt das. So, wenn ich es jetzt finden würde. Ach, das ist das Problem, wenn man eine Mancave im Keller hat, oftmals kein Empfang. Naja, wir hatten letzte Woche nämlich das Thema von Resellern und Preisdiskussionen bei Brettspielen. Ja, witzigerweise haben die meisten von euch geschrieben, obwohl das gar nicht das Thema war, ich soll lieber eine Top 20 statt einer Top 10 Liste machen. Ja, das ist, ich arbeite dran. Ich werde mal gucken, ich werde mich jetzt wahrscheinlich mal... Jetzt, wo es langsam bei der Arbeit hoffentlich ein bisschen weniger wird, werde ich mich mal hinsetzen und werde mal so ein paar Spiele aufschreiben, die Kandidaten für die Liste sind. Und dann werden wir mal gucken, ob es der Top 10, Top 20 oder vielleicht Top 17 wird oder sowas. Das sehen wir. Ja, also, aber wir gehen ja jetzt auf die Kommentare von der letzten Woche nochmal ein zu dem Thema, nämlich das Thema eben zum Reseller. So, und da gab es wieder einige sehr, sehr
gute Kommentare. Ich habe jetzt mal drei rausgepickt, weil einer, der passt ja auch ein bisschen dazu, von Schokofan. Grüße gehen raus. In der Ticketbranche gab es das ja leider auch zuhauf. Diese Reseller, die plötzlich am Konzerttermin leider keine Zeit haben. Ja, das ist tatsächlich auch so. Und da finde ich es auch nochmal richtig scheiße, weil so Konzerte sind halt auch nun mal immer begrenzt. Also wenn das ausverkauft ist, ist es verkauft. Da gibt es immer nur eine begrenzte Anzahl. Und gerade jetzt bei so großen Acts kriegt man ja oft mit Robin Williams, Rammstein und. Aber ja, ist halt da wirklich richtig scheiße, wenn man deinen Leuten aktiv so richtig was wegnimmt, wie ich finde. Aber naja, gut. So, dann haben wir den Schreiko Hang. Super Name, Schreiko, Grüße gehen raus. Der schreibt, was ich ja hasse, ist, wenn man Verkäufern tagelang hinterherrennen muss, bis man endlich mal eine Tracking-Nummer, überhaupt eine Info bekommt, ob die bezahlte Ware überhaupt schon auf dem Weg ist. Schon oft genug erleben müssen, zuverlässige Menschen findet man immer seltener. Und diese ganzen Reseller-Ärsche können mich auch mal. Sieht man gerade schön bei Series X und PS5. Ja, das ist dann natürlich noch wirklich beschissener. Wenn man jetzt wirklich schon für teuer Geld da ein Brettspiel kauft und dann wirklich denkt, gut, jetzt habe ich schon x% Prozent mehr ausgegeben und dann kommen die Leute noch nicht mal mehr irgendwie so zu Gange und kriegen es gebacken, das Ding irgendwie auch rechtzeitig zu versenden, finde ich dann auch halt echt manchmal blöd. Das ist halt klar, es kann immer mal was dazwischen kommen. Ist mir auch schon passiert, dass ich was verkauft habe und dann kam dann Stress auf der Arbeit, dann war ich krank und. Aber bisher habe ich eigentlich auch Abstand davon genommen, teuer zu verkaufen. Also von daher, das ist halt so, wie es ist. So, und dann haben wir nochmal Chicken Alert. Auch hier, Grüße gehen raus. Ich habe auch ein Jahr auf Seven Continent gewartet, weil ich auch keine 900 Euro zahlen wollte. Mache aber keinem einen Vorwurf. Der Kommentar hat mich deshalb sehr interessiert, weil mir war gar nicht bewusst, dass das Ding teilweise mal so teuer war. Chicken Alert schrieb dann auch kurz nach der Auslieferung des ersten Printruns, war es so teuer, weil ich habe dann mal nachgefragt, echt für den Preis, also irre. Und Wahnsinn. Naja, und dann Chicken Alert. Ich würde sagen, es ist nicht sie, weil der Avatar sieht weiblich aus. Bevor ich jetzt was Falsches sage, Grüße gehen raus. Jemand angehen, weil er investiert und damit ja auch ein Risiko eingeht, finde ich auch nicht in Ordnung. Es ist ja kein endliches Gut. Das Argument, jeder hätte mitmachen können, finde ich vollkommen zutreffend. Ja, das ist ja eben das eben zu dem Bezug auf Konzerttickets. Die sind natürlich irgendwann weg, weil so eine Halle oder so ein Konzertsaal, was auch immer, eben nur eine begrenzte Anzahl an Menschen füllt. Wie gesagt, bei Kickstartern und sowas ist es was anderes. Klar, wenn man zu dem Zeitpunkt gerade keine Kohle hat, um das da reinzuschmeißen, dass ich denke, ja, und dann, wenn es kommt und man hat gerade das Geld, kann man es sich trotzdem nicht leisten, weil es vielleicht das Doppelte plötzlich kostet, ist halt auch blöd. Meine Erfahrung sagt mir, wenn ihr wirklich einen Kickstarter haben wollt und den verpasst habt am Kickstarter, warum auch immer, keine Kohle, übersehen, holt euch das Ding nicht direkt bei der Auslieferung. Bei der Auslieferung gehen die Preise immer in die Höhe, weil da die Leute einfach ihre doppelten Sachen rausschmeißen und gerade die Leute, die so ein bisschen auf Reselling gehen, in dem Moment, wo das Ding geliefert wird, sie es auch raushaben wollen, weil sie denken, gut, das ist halt sonst totes Kapital, was hier liegt. Wartet aber mal ein, zwei Monate ab, entweder kein Mensch redet mehr, oftmals, natürlich nicht immer, oftmals darüber, oder Leute reden darüber und sagen, das Ding ist doch nicht so gut, wie jeder gedacht hätte und die Nachfrage wird auch weniger. Also, muss nicht jedes Mal so sein. Ich habe jetzt das Gefühl, hat man wieder beim Black Friday jetzt gesehen, das Black Rose Wars, das bleibt, glaube ich, so hoch gefragt. Aber da haben die ja jetzt auch wieder einen Pledge Manager beziehungsweise halt aufgemacht, dass man es kaufen kann, wo viele jetzt nochmal eingestiegen sind. Also Geduld zahlt sich da aus, wenn man warten kann. Das ist ein großes Problem, was viele haben. Wir inklusive übrigens, wenn ich etwas haben will, dann will ich es unbedingt haben. Weil wenn gerade jeder darüber redet, wie geil der heiße Scheiß ist und man denkt, oh, ich will jetzt aber eigentlich aufspielen, dann ist das echt fies. Also da ist meine Willenskraft nicht immer so gut, wie sie sein sollte. Aber naja, gut, it is what it is. Also, Resetting, ein Thema, wo man, glaube ich, viel drüber reden kann. Immer wieder. Wir haben aber wieder ein neues Thema heute und ich habe vor einigen Monaten, habe ich mal die Frage gestellt, wann ist ein Spiel gut? So, und aufgrund von aktuellen Gegebenheiten stelle ich heute die Frage, wann ist ein Spiel eigentlich schlecht? Ist ein Spiel schlecht, weil ich es schlecht finde? Ja. Ist das Spiel deshalb allgemeingültig schlecht? Nein, denn meine Meinung ist ja nicht allgemeingültig. Brettspiele sind natürlich irgendwo, ich nenne es jetzt auch mal ähnlich wie Videospiele, ein Luxus-Entertainment-Produkt. Es ist im Endeffekt, ja, es entertaint uns und es wird jetzt die Welt nicht besser machen. Unsere persönliche Welt wahrscheinlich schon, weil es das geilste Hobby der Welt ist.
Aber es ist jetzt keine Waschmaschine, die dafür sorgt, dass wir unsere Wäsche waschen können. So, und wo wir sagen können, okay, die stellen wir am Strom an, da machen wir dann einen Test, wie viel Strom verbraucht die, wie viele Waschgänge und. Also so sogenannte weiße Ware, Kühlschränke, Waschmaschinen etc. pp., die kann man halt schon objektiv irgendwo testen. Das ist bei Brettspielen anders. Es gibt natürlich halt Faktoren, wie ist die Qualität, wie ist also der Komponenten im Endeffekt, wie spielt sich das Spiel ab. Auch da sind wir wieder eben bei dem Thema subjektiv, denn was der eine gut findet, das kann der andere ganz schnell schlecht finden. Und ich hatte jetzt letzte Woche so ein Erlebnis, wo es darum ging, dass ich Tungaro gespielt habe und ich in einem Forum geschrieben habe, okay, für mich fühlt sich dieses Spiel broken an. Und da habe ich auch viel Gegenwind bekommen mit der Argumentation, dass broken ein enorm harter Begriff sei. Und auch das ist meiner Meinung nach ein bisschen subjektiv. Vielleicht bin ich auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen und habe das unterschätzt. Muss man dann ja auch mal eingestehen. Und was bedeutet broken in dem Zusammenhang? Macht broken dann ein Spiel schlecht? Prinzipiell muss man ja sagen, wenn ein Spiel broken ist, ist es auch schlecht, denn man kann es nicht so spielen, wie es gedacht ist. Warum kam ich persönlich zu der Ansicht, dass Tungaro, auch dazu gibt es ja noch ein bisschen mehr im nächsten Hand am Brett, dass das schlecht ist, weil dieses Spiel den Mechanismus hat, der dafür sorgt, dass es nicht endlich ist. Ich kann das Spiel unendlich weiterspielen. Das haben einige Spiele. Jetzt muss man dazu einfach sagen, sowas mag ich nicht unbedingt. Anno hat das auch. Bei Anno finde ich es ganz geschickt gelöst. Das Problem, das ich bei Tungaro habe, ist, dass ich, um das Spiel zu beenden, Aktionen machen muss, die mir eigentlich nichts bringen. So, und wenn ich das Spiel unendlich weiterspiele, ich im Endeffekt mehr Siegpunkte bekomme. Das hängt natürlich jetzt von der Spielweise ab, jetzt wurde ich auch mehrfach darauf hingewiesen, hier, das ist ein Racing-Game und das bedeutet wiederum, als Racing-Game hast du ja ein Interesse daran, es schneller zu beenden. Ja, verstehe ich den Punkt. Ist es deshalb broken? Wahrscheinlich, wenn man die Definition broken jetzt ganz hart nimmt und sagt, der Autor hat da totale Scheiße gebaut, das möchte ich mir nicht herausnehmen, um Himmels Willen. Für mich persönlich, rein subjektiv, fühlt es sich einfach so an. Ist aber jetzt da wieder eine Begrifflichkeit-Definition. Bedeutet broken, dass das Spiel komplett kaputt ist. Schwierig. Sieht vielleicht jeder anders. Wie gesagt, vielleicht bin ich da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen und habe es zu heftig ausgedrückt. Für mich fühlt es sich in der Form aber etwas broken an, auch wenn es das vielleicht jetzt streng genommen nicht ist, weil ich mir halt einfach denke, okay, es fühlt sich für mich auch, und ich habe dann auch ein bisschen gesagt, es fühlt sich für mich an, als wäre es nicht geplaytestet worden. Also nicht zu Genüge. So. Und dann habe ich auch noch abbekommen, nee, es gab 60 bis 100 Playtests und dann denke ich mir, okay, wir saßen zu dritt am Tisch, ich hatte noch den Thomas von Better Board Games, aka Play That Funky Board Games, aka einfach der Thomas, Grüße gehen raus, dabei und die Ken, und die haben auch beide gesagt, es fühlt sich einfach nicht rund an und auch Thomas sagte, es fühlt sich an, als wäre das Spiel nicht vernünftig ausgetestet worden, weil wir haben alle drei gesagt, dafür das, was es ist, geht es einfach viel zu lang. Du machst dann 2-3 Stunden immer dasselbe und immer dasselbe. Und wenn nicht einer dann endlich sagt so, wow, okay, ich mache jetzt mal irgendwas, was mir jetzt vielleicht nichts bringt, außer vielleicht das Spiel dann doch mal irgendwann zu beenden. Ja, da bin ich halt schneller und wenn ich führe, dann bringt es nichts. So, und da kommen wir jetzt wieder zu der Anfangsfrage. Wann sind Spiele eigentlich schlecht? Prinzipiell, um es erstmal ganz knallhart auf den Punkt zu bringen, wenn Leute am Tisch keinen Spaß dran haben. So einfach ist es ja. So, und das heißt nicht, dass das Spiel pauschal schlecht ist, sondern dass es dann einfach für einen persönlich schlecht ist. Denn ich glaube tatsächlich, dass es wahrscheinlich kein allgegenwärtiges Schlecht gibt. Und auch wenn ein Spiel vielleicht Faktoren hat, die einem broken vorkommen, können ja Leute trotzdem Spaß damit haben. Da kann man auch immer noch sagen, okay, das ist da ein Fehler und der Mechanismus gefällt uns nicht. Man kann das so ein bisschen hausregeln, weil den Rest finden wir richtig gut und das ist halt schwierig. So, ich habe aktuell einen Prototyp da, der auch echt coole Ansätze hat, die ich richtig gut finde. Aber da gibt es 1-2 Faktoren drin, die finde ich halt auch so total lame. Und ich mir denke, naja, das ist einfach nur schwierig. Das ist enorm auf Zeit spielen und eigentlich nur so ein bisschen wie Füllmaterial. Kann man ein bisschen hausregeln. Beim Prototyp ist das ja sowieso. Da gibt man dann auch dem Autorenteam da einfach mal konstruktives Feedback und sagt, das und das hat sich bei uns so und so angefühlt. Das ist ja der Vorteil beim Prototyp. Da kann man vielleicht ja sogar noch aktiv dran mitarbeiten, wenn einem persönlich das jetzt schlecht vorkommt. So, aber es gibt natürlich halt auch Punkte, wo Spiele schlecht sind, wenn man halt das Genre nicht mag. So,
Es gibt Leute, die sagen, gehen wir weg mit Worker Placement Spielen. Schöne Grüße an die Nische. So, da sagen die auch, so, es mag ein gutes Spiel sein, aber für mich ist es halt einfach gar nichts. Ich persönlich, mich kann man mit Echtzeitspielen jagen. Hab ich keinen Spaß dran. Wird für mich persönlich ein schlechtes Spiel sein. Ich finde es natürlich auch immer schwierig. Das ist halt gerade, wenn man so ein bisschen als Blogger in der Öffentlichkeit steht. Ich versuche immer Abstand davon zu nehmen, zu viele Zerrisse oder sowas zu machen. Denn ich habe immer, das habe ich von Anfang an gesagt, mein Motto ist ja mal hier, da gibt es einen Autor, da gibt es ein Designteam, da gibt es eine Redaktion, da gibt es einen Verlag, da gibt es Grafiker hinter, die sich da viel Mühe mitmachen, viel Arbeit investieren und keiner geht ja jetzt irgendwie pauschal da dran und sagt, ich mache jetzt ein Spiel, das schlecht ist. Sondern die investieren da Zeit, Geld, Energie rein und versuchen da das bestmögliche Ergebnis abzuliefern. Dass es nicht immer klappt, dafür gibt es natürlich auch etliche Beispiele. Aber nur weil ich damit keinen Spaß habe, heißt ja nicht, dass irgendjemand anderes damit vielleicht keinen Spaß hat. So, und vielleicht sind es auch nur wenige Leute, die damit Spaß haben. Ich meine, es gibt ja oftmals schon einen Konsens bei gewissen Spielen, wo man sagen muss, okay, wenn man so ein bisschen die Community verfolgt oder diverse Social-Media-Gruppen oder andere Blogger, dass ein Spiel vielleicht durchweg nicht gut wegkommt. Ich bin deshalb auch mal sehr gespannt jetzt eben bei dem Beispiel, was ich gebracht habe mit Tungaro, worauf ich mich eigentlich sehr gefreut habe, was bei uns komplett durchgefallen ist. Ich bin super, super gespannt auf andere Reviews und andere Eindrücke, weil natürlich am Ende ist es halt komplett subjektiv und wenn andere Leute davon begeistert sind, dann schön, dann freue ich mich fürs Autorenteam und für den Verlag und alles. Ich mache das ja jetzt nicht, um irgendwie zu sagen, so, ich muss jetzt mal wieder was zerreißen. Ich habe diesen Monat erst 2 Spiele zerrissen, da muss jetzt auch nochmal ein drittes dazu. Nee, ist ja Quatsch. Ich freue mich ja selber, wenn ich gute Spiele spiele. Und wenn ich halt bei einem Spiel am Tisch sitze und man irgendwie 3,5 Stunden spielt und alle sagen danach, boah, es war so ein Einschläfern und schlechte Erfahrung, da haben wir keinen Bock mehr drauf, dann ist das ja verschwendete Lebenszeit, die mir am Ende des Tages nun mal auch keiner wiedergibt. Und das ist ja, da hat ja keiner Lust drauf. Ist ja auch einfach schade. Es gibt natürlich auch die Erfahrung, auch das habe ich schon gemacht, Spiele können schlecht werden und dazu habe ich auch schon mal ein Brett zum Sonntag gemacht, wann werden uns Brettspiele versaut. Spiele können schlecht werden, obwohl sie gar nicht schlecht sind, wenn die falsche Gruppe dabei ist. Wir hatten das Thema Grübler, auch das habe ich schon erlebt, dass ich ein Spiel das erste Mal gespielt habe und mir die Spielerfahrung so negativ hängen geblieben ist, weil wir einfach einen total penetranten Grübler in der Runde hatten, der das komplette Spiel runtergezogen hatte, sodass keiner mehr Spaß dran hatte, weil man hat einen Zug in 30 Sekunden gemacht, der Grübler war dran 5 Minuten. So. Und am Ende war es so, das Spiel ging 2 Stunden, davon war man gefühlt selber irgendwie 10 Minuten am Spielen und in den Rest hat der Grübler gespielt. Es sorgt dafür, dass man keinen Spaß hat. Und das macht ein Spiel, was eigentlich vielleicht wirklich, wirklich gut ist, zieht es aber durch den Ersteindruck das Spiel dann runter. Dann kann man wirklich nur sagen, gib dem Spiel nochmal eine Chance mit einer Runde, wo er sagt, das passt. Ähnliches Beispiel kann halt auch sein mit Social Deduction Spielen. Bei Social Deduction braucht man natürlich auch die passende Runde, die da mitmachen, die dieses Social Deduction, was ja auch viel von der Diskussion und alles lebt, die das dann auch mittragen und mitmachen. Und auch da kann eine falsche Gruppe ganz, ganz schnell ein Spiel richtig schlecht machen, obwohl das Spiel gar nicht schlecht ist. Auch das ist eine große Gefahr. Auch da muss man sagen, überlegt genau, mit wem ihr sowas spielt und wo es passt. Nächster Fall. Kooperative Spiele. Kooperative Spiele, wenn man da einen Alpha-Spieler dabei hatte, der alle in den Boden spielt und allein du machst das und am besten schon eure Miepel bewegt, dann haben auch viele Leute daran keinen Spaß, weil sie sagen, ja, ist das Spiel deshalb schlecht? Nein, sondern das Spiel in der Spielkonstellation ist schlecht. Hinterlässt dann aber vielleicht den negativen Eindruck und eine schlechte Erinnerung und wir stempeln das Spiel als schlecht ab, zack, wird verkauft. Auf Wiedersehen. So, und dann sitzt man plötzlich mal 1,5 Jahre in irgendeiner Gruppe dabei, die das Spiel auspacken und du sagst, naja gut, brauche ich jetzt eigentlich nicht, aber alle wollen spielen. Und man denkt sich plötzlich, ui, das ist ja doch ziemlich gut. Verdammt, was ist denn eigentlich damals passiert? Auch schon alles erlebt. Wenn jetzt allerdings, auch das ist ja nun mal eine Sache, Spiele erscheinen, wo man das Gefühl hat, okay, da steckt vielleicht Herzblut drin, da steckt vielleicht eine Menge Energie drin, aber das Spiel hakt an vielen, vielen Punkten. Viele von uns sind ja auch wirklich so erfahrene Brettspieler, dass wir schon sagen können, okay, wir spielen im Jahr vielleicht 50, 80, 100 Partien, 30 Partien im Jahr sind ja auch schon viel. Wir alle haben eine gewisse Erfahrung mit Brettspielen und haben schon viele Spiele gespielt. Da kann man sich auch das Recht rausnehmen, ein Spiel so zu bewerten und zu sagen, da hakt es an vielen Punkten. Und es ist schön, dass der Herzblut und Energie reinsteckt, aber eine gute Redaktion dahinter hätte manchmal auch geholfen, ihr das Ganze vielleicht nochmal bewertet und es sich anschaut.
auch das kommt halt vor. Wie gesagt, ich tue mich immer schwer damit, allgemeingültig zu sagen, dass ein Spiel schlecht ist. Ich müsste jetzt auch überlegen, aber es gibt ein paar Spiele, wo ich schon das Gefühl habe, dass die allgemeingültig sehr, sehr schlecht weggekommen sind, weil sie einfach, und da kommen wir jetzt eben auch zu Faktoren, unbalanced sind zum Beispiel Spiele, die ganz klar irgendwelche Player-Powers haben, wo wir eben beim Thema sind, unbalanced, die eben dafür sorgen, dass das eine besser ist als das andere. Ich finde sowieso, der Punkt Unbalanced ist einer der wichtigsten, dass ein Spiel für mich schlecht wird. Aber es gibt eben auch so Spiele, die dadurch schlecht sind, meiner Meinung nach, dass sie enorm repetitiv sind. Also wo man sich denkt, ich mache jetzt 2 Stunden lang immer das Gleiche und das Gleiche und ich kann zwar was anderes machen, aber das führt nicht zum Ziel. Also das ist ja dann schon gut, wenn ein Spiel einem die Möglichkeit gibt, was anderes zu machen. Aber es gibt auch ganz viele Spiele, wo man einfach durchweg dann einfach das Gleiche macht und das über 2 Stunden. Das macht dann auch einfach keinen Spaß, oder? Also klar, man muss sich auch oft anhören von Leuten, die große Fans von Worker-Placement-Spielen sind. Ich spiele auch gerne Worker-Placement-Spiele, dass Leute sagen, du hast ja auch nur Verwaltung und ist das so schön. Und auch das, es gibt gute Worker-Placement-Spiele, es gibt schlechte Worker-Placement-Spiele, es gibt schlechte Worker-Placement-Spiele, die finden andere Leute wieder gut. Da geht die Meinung ja auch enorm auseinander. Es gibt aber, und ich finde, das ist das Schlimmste, was man im Spiel nachsagen kann, meiner Meinung nach, und das ist sogar noch schlimmer, als zu sagen, okay, es ist unbalanced oder es ist schlecht. Es gibt so Spiele, die sind komplett nichtssagend. Die spiele ich, das war jetzt auch nicht so richtig schlecht, so dass ich sagen kann, das war unbalanced oder sonst was, aber die sind einfach, wo ich mir denke, muss ich nicht nochmal spielen, die haben keinerlei Eindruck hinterlassen. Dann ist das Spiel zwar nicht im klassischen Sinne schlecht, aber es ist nichtssagend und das ist nach hinten raus natürlich wieder schlecht für das Spiel. Ist so ein bisschen jetzt Huhn oder Ei, Henne oder Ei oder wie war das noch? Auch Grafiken ist ja auch ein Punkt, wo ich sehr, sehr gerne darüber diskutiere, dass ich oftmals sage, bei Wargames, die sehen mir aus wie eine lebendige Excel-Liste. Sind es deshalb schlechte Spiele? Um Himmels Willen, gar nicht. Im Gegenteil wahrscheinlich so. Ich höre von vielen, vielen Leuten, dass die riesige Wargames-Fans sind und das mega komplexe und tolle Spiele sind. Bei mir spielt aber die Optik immer ein bisschen mit. Ist auch bei vielen 18xx-Spielen so. Das mögen fantastische spielerische Sachen sein. Wenn ein Spiel mich aber grafisch schon total abturnt, dann habe ich da oftmals einfach keine Lust drauf. Dann ist es nicht automatisch schlecht, aber es ist automatisch nichts für mich. Sind wir wieder beim Thema subjektiv. Und deshalb, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dass wenige Spiele wirklich richtig schlecht sind. Ich glaube aber einfach, dass es viele Spiele gibt, und das ist ja ganz normal unserem Geschmack geschuldet, dass es viele Spiele gibt, die wir persönlich schlecht finden. Andere Leute mögen damit eine Menge Spaß haben und das ist auch gut so. Das kann ja komplett flexibel sein. Mich interessiert diese Woche einfach mal, und da bin ich jetzt mal super neugierig, wann ist ein Spiel für euch schlecht? Und nennt mal Beispiele, welches Spiel ihr richtig, richtig schlecht fandet. Ich glaube, da mache ich mal irgendwie eine Top 10 der Liste, die ihr schlecht fandet und warum. Also, wenn ihr mal Bock habt, ich glaube, das wäre mal ein cooles Video. Und Top 10 an Spielen, die die Community richtig schlecht fand und warum. Und dann nehmen wir mal ein paar richtige Sachen raus, wo andere Leute sagen, wie kannst du das schlecht finden? Das war doch fantastisch. Das finde ich nämlich richtig cool, weil ich meine, das macht ja auch so eine Diversität aus, dass die Geschmäcker da manchmal total auseinandergehen und da plötzlich Spiele zerrissen werden, die andere Leute richtig gut finden. Ich weiß, es gibt Leute, die hassen Terraforming Mars und andere so, oh, wie kannst du? Ich mag es gerne, aber wie gesagt, ich habe auch schon Leute am Tisch gehabt, die nach einer Partie dann gesagt haben, aha, und das wird gehypt. Warum? Ey, ferner. Wie gesagt, mich kann man halt mit sowas wie, wo wir bei Mars sind, ach, wie heißt es noch? Hier, das Echtzeitspiel mit Mars, ne? Also, komm gerade wieder nicht drauf, ja. Echtzeitspiel Mars, ich bin raus. So, auch da, wie gesagt, gibt es solche Sachen. Space Alert, super beliebtes Spiel. Echtzeit, forget it. Ich habe es einmal gespielt, ich fand es schrecklich. Aber es macht das Spiel nicht schlecht. Ist aber eins meiner liebsten Beispiele. Also da gibt es viele Sachen. Deshalb schreibt es in den Kommentaren, wann ist ein Spiel für euch schlecht? Nennt mal ein konkretes Beispiel und was ihr daran so richtig schlecht fandet. Ich glaube, das kann sehr witzig sein und da machen wir mal ein Video daraus. So, ha. In diesem Sinne, das war's für heute. Es ist der erste Advent. Nutzt die besinnliche Zeit mit euren Lieben, Liebsten. Spielt was Schönes, ihr wisst es. Habt eine gute Zeit. Ich freue mich auf eure Kommentare. Lasst gerne ein Abo da, falls noch nicht geschehen. Wir sehen, hören, riechen uns. Macht's gut, bleibt gesund. Bis bald. Danke und tschüss.